In unserer Webex-Reihe sind wir jetzt ja auf sehr viele Themen auch sehr detailliert auch eingegangen. Von daher am Schluss nochmal ein Video über die Punkte, die du wissen musst, wenn du als Host oder als Co-Host, als Gastgeber oder Mitgastgeber in einem Meeting mitwirkst. Ich wünsche dir viel Spaß. Als Moderator, als Gastgeber, als Mitgastgeber sind wir selbstverständlich zuständig für den reibungslosen Ablauf in einem Meeting. Von daher gibt es einfach bestimmte Sachen, die wir wissen müssen und auch wie wir reagieren müssen, wenn es zu Störungen kommt. Und von daher schauen wir jetzt doch mal in unser vorbereitetes Meeting. Die wichtigste Einstellung ist erstmal ganz erfahrungsgemäß die Person stumm zu schalten, weil das sind erst Störungen Nummer eins. Die Leute kommen ins Meeting, vergessen ihr Mikrofon zu muten und es kommt zu Störgeräuschen. Und von daher können wir einfach einzelne Personen stumm schalten, rechte Maustaste, und dann haben wir die Option stumm schalten. Ist jetzt hier ausgegraut, weil jetzt alle Clients oder alle Gäste jetzt hier eh schon stumm geschaltet sind. Wir haben aber auch die Möglichkeit, alle Personen im Meeting stumm zu schalten. Oder wir haben, wie gesagt, hier unten auch die Funktion, die Stummschaltung für alle aufheben, und können hier auch einstellen, dass beim Beitritt in ein Meeting generell alle stumm geschaltet werden. Und hier unten der Haken, der besagt, dass die Personen sich selber wieder freischalten können, wenn sie von einem Gastgeber stumm geschaltet wurden. So können wir relativ schnell und zügig im Prinzip auch ein bisschen für Ruhe in einem Meeting sorgen. Ansonsten rechte Maustaste auf die Benutzerinnen und Benutzer, haben wir ganz schnell die Möglichkeit, die Rolle zu ändern, wenn jemand Moderator werden soll oder auch Mitgastgeber oder Protokollführer. Wir können auch Kommentare zulassen, wir können Privilegien zuweisen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Auswahlfenster und können für einzelne Personen Privilegien zuweisen. Das heißt zum Beispiel sagen, nur dieser Benutzer darf eine Freigabe kommentieren, alle anderen nicht. Oder wir können zum Beispiel sagen, alle Teilnehmer dürfen Freigaben kommentieren oder eben auch nicht. Generell Freigabe ist auch ein wichtiges Thema, gerade wenn wir Referentin oder Referenten haben. Wir müssen entscheiden, wer darf freigeben oder wer darf freigeben und wer nicht. Grundsätzlich Gastgeber darf freigeben, Mitgastgeber darf freigeben und der Moderator darf freigeben. Und ansonsten können wir hier im Menü freigeben. Im Menü Teilnehmer, genau, können wir den Haken setzen, bei jeder darf teilen, oder wir können den Haken wegsetzen, wenn wir wollen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben nicht den Bildschirm teilen können. Audio hatten wir, die Freigabe hatten wir, genau, es gibt eine Meldefunktion, das heißt, die Personen, die können sich, ich sag mal, in Webex melden, wenn sie Wortmeldungen haben, können sich auch, wie gesagt, die Meldungen werden hier angezeigt, und wir haben dann auch die Möglichkeit, hier die Hände zu senken von einzelnen Personen oder eben auch von allen Personen gleichzeitig. Weiter unten haben wir die Funktion in Lobby verschieben. Es gibt auch bei Webex einen Warteraum, der aktiv sein kann. Das heißt, wir müssen zuerst unser Meeting sperren. Wenn das Meeting gesperrt ist, kommen neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuerst in eine Lobby, in einen Warteraum, nicht direkt ins Meeting. Sie werden dann hier oben separat angezeigt und können dann einzeln reingelassen werden. Wenn ich jemanden in den Warteraum verschieben möchte, weil er oder sie gerade sehr, sehr stört, dann kann ich einfach in die Lobby verschieben. Oder wenn jemand unbefugt im Meeting ist, kann ich Personen auch komplett ausschließen und aus dem Meeting rauswerfen. Grundsätzlich, was ein bisschen anders ist wie in anderen Videokonferenzprogrammen, hier gibt es sehr viele Funktionen, die hier oben in der Menüleiste versteckt sind. Also hier lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick in die Meeting-Optionen, wo ich ganz generell Chat, Frage- und Antwortmodul, Protokolle und so weiter alles erstmal aktivieren oder deaktivieren kann. Ich habe die Möglichkeit, unter Datei bestehende oder existierende Umfragen reinzuladen oder auch Umfragen zu speichern. Ich habe hier die Freigabeoptionen und kann auch unter Teilnehmer, wie gesagt, wer darf teilen, wer einladen, kann hier die Privilegien und Rollen ändern und einfach ganz viele Funktionen, die, wie gesagt, in diesem Kontextmenü auch nochmal verborgen sind. Datenschutz auch nochmal ein sicheres oder ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Viele Leute gucken gerne, ist das Thema oder ist das Meeting auch verschlüsselt? Sind die Daten soweit auch sicher? Hier gibt es am oberen Bildschirmrand einmal ein Schutzschild. Wenn man hier draufklickt,
gibt es ein Pop-up-Fenster. Sie sind sicher mit starker Verschlüsselung. Das heißt, hier wird einfach der Status des WebEx-Meetings angezeigt, weil es gibt bei WebEx natürlich, WebEx ist nicht WebEx, genauso wie Zoom nicht gleich Zoom ist, die Möglichkeit, über verschiedene Serverstandorte auch laufen zu lassen mit Verschlüsselung und so weiter. Und hier bekommt man aktuelle Meeting-Informationen, sowie zum Beispiel auch den Meeting-Link, die Kennnummer, Videoadresse und ja, Einwahlnummer und so weiter und so fort. Das, denke ich, sind erstmal für mich so wichtigste Einstellungen, die man wissen sollte, wenn man ein Meeting auch organisiert und auch betreut. Natürlich auch die Kleingruppenräume, die Freigaben, aber dazu haben wir ja auch nochmal separate Videos gemacht. Wenn es noch eine Funktion gibt, die du hier vermisst und wo du sagst, ah, die ist total wichtig für den Host oder für den Co-Host, dann schreib das bitte einfach in die Kommentare. Ansonsten, ja, hoffe ich, du konntest jetzt ein bisschen Eindruck über WebEx bekommen. Ich wünsche alles Gute und bis bald. Tschüss.